Wer von Ihnen weiß denn, dass John F. Kennedy heute 100 Jahre alt geworden wäre? Ja? Warum starte damit? Wir werden sehen, dass etliche Best-Practice-Beispiele der Digitalisierung natürlich sehr amerikanisch sind, aber ich möchte heute bewusst auch einige andere auf der Welt rausgreifen. Und wenn wir uns so anschauen, was denn so an Visionen von John F. Kennedy ausgegeben worden ist mit der Mondlandung und noch viel mehr, was damals die Amerikaner geleistet haben, dann bin ich gespannt, was so an Aussagen des jetzigen amerikanischen Präsidenten übrig bleiben wird. Wahrscheinlich außer Fake News nicht allzu viel. So, jetzt schauen wir mal wieder weiter zurück. Wo ist denn der Cursor? Sehr gut. Michael Steinl, mein Name. Ich komme heute ganz aus dem Süden von Österreich zu Ihnen, aus Ferlach, der südlichsten Stadt Österreichs und als solche bekannt durch Waffen. Ja, Sie haben angefangen recht früh Büchsen an den Hof in Wien zu liefern. Wir sind ein dort ansässiges IT-Unternehmen. Ich arbeite mit meinem Unternehmen fürs nahezu alle Ministerien, ein paar fehlen uns noch. Bundeskanzleramt in Österreich, Außenministerium, damit haben wir gestartet. Ich weiß nicht, der ein oder andere von Ihnen war vielleicht jetzt am Wochenende Sommernachtskonzert. Wir machen eine hochwertige Event-Software, also Veranstaltungssoftware, über die mittlerweile nahezu alle Staatsempfänge des Staates Österreich laufen. Also es werden Botschafter und Minister, die von den Ministerien eingeladen werden, nach Österreich oder in Österreich, komplett koordiniert, also von der ersten Einladung bis zum, wer kommt denn, wer sitzt wo neben wem, wer kriegt welches Kärtchen, wer kriegt welche Berechtigung. Und ich möchte ganz bewusst heute zum Thema Digitalisierung auch dieses Thema Sicherheit und Cybersecurity einstreuen, weil das für mich eine der größten Bedrohungen im Moment zu sein scheint und mit Sicherheit auch eine der größten Bedrohungen in Zukunft sein wird. Denn je mehr wir digitalisieren, umso angreifbarer sind wir über die Leitung. Und was mich sehr freut, seit letztem Jahr arbeiten wir auch für die Bundesregierung in Deutschland, also für das dortige Bundeskanzleramt. Und wir sehen daher sehr stark auch den Unterschied, wie sich die einzelnen Länder aufgestellt haben in Europa, weil wir jetzt auch immer mehr europäische Anknüpfungspunkte generieren. Und im deutschsprachigen Umfeld ist es tatsächlich so gewesen, dass Österreich e-Government-mäßig sehr mit Wohlwollen und auch teilweise mit richtiger Begeisterung in Deutschland gesehen wurde, weil Deutschland teilweise noch nicht so weit war. Wir haben aber heute gehört, dass jetzt Deutschland in Richtung Forschung und Entwicklung extrem im Bereich der Digitalisierung anzieht. Und bleibt abzuwarten, was da jetzt noch alles passiert. Ein paar Dinge werde ich heute noch erzählen. Wir arbeiten unter anderem auch für Automobilhersteller, kommen dann noch konkret drauf, Versicherungen und Banken, die auch ganz stark digitalisieren. Und all denen ist gemein, dass sie im Moment das Ganze sehr, wie der Herr Dr. Haber gesagt hat, evolutionär angehen. Das heißt, nicht wirkliche Revolutionen starten, mit Ausnahmen mancher amerikanischer Anbieter, sondern eher schauen, dass sie das, was sie bisher gemacht haben, papierlos gestalten. Und das ist aber Digitalisierung, so wie wir sie heute denken, definitiv nicht. Nicht mehr. Best of. Möchte einfach kurz mal zeigen, welche digitalen Ökosysteme, und das ist in Wahrheit so ein Stück weit der Kern, was denn die Amerikaner anders machen als die Europäer zum Teil noch, wobei, wenn man Bundeskanzlerin Merkel gehört hat, dann geht es ja jetzt wirklich darum, dass Europa kräftig aufholt und sich auch ein wenig emanzipiert von den USA. Aber was haben die Amerikaner anders gemacht als die Europäer? Sie schaffen wirklich in sich geschlossene Ökosysteme und damit lassen sie in Wahrheit diesen Cashflow, den man generiert, nie versiegen. Und teilweise denken sie auch extrem weit voraus, weil das, was der Kerl geschaffen hat mit dem iPhone, ist ja in Wahrheit schon herausragend, weil ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders als der Herr Jährig, für mich startet die Digitalisierung nicht mit der Lochkarte, sondern in Wahrheit mit genau diesem Kästchen hier. Weil jetzt ist es soweit, dass wir alle genau ein wirkliches digitales Device in der Hosentasche haben und mit dem können wir jetzt arbeiten und das auch sehr, sehr breit aufgeteilt, weil alles, was vorher war, waren zentrale Systeme. Da haben die Endkunden eigentlich nur begrenzt was damit tun können. Und das Tolle an dem Kästchen war ja auch nicht
das Kästchen selbst zu schaffen, weil Sony Ericsson hat auch schon ein bedienbares Smartphone gehabt, wo man mit einem Stift arbeiten hat können. Die wirkliche Revolution waren diese kleinen Icons, die man da drauf sieht, nämlich die Apps. Und plötzlich hat jeder Entwickler es geschafft, tatsächlich etwas beizutragen und auf dieses Smartphone zu ihnen in die Hosentaschen zu bringen. Und das war die eigentliche Revolution. Dann kam der Kandidat, der im Moment so ein bisschen als, mir kommt vor, der Nachfolger, der Visionäre von Steve Jobs gehandelt wird, Elon Musk. Und der ist hergegangen und hat gesagt, so, dieses Ding muss fahren können. Und am Ende des Tages hat das tatsächlich hinkriegt, rund um ein riesengroßes iPad, und ich bin jetzt seit etlichen Jahren Tesla-Fahrer, etwas zu schaffen, was man wirklich anders denkt als nur rein Automobil fahren, weil für mich ist mittlerweile, wenn ich einen größeren Trip mit der Familie plane, und das Tolle an dem Auto ist, es ist etwas quasi für meine Midlife-Crisis, weil es das einzige Sportauto, was wirklich mit 400-500 PS lautlos gewaltig anzieht, und auch etwas für meine Familie, weil man kriegt nämlich 6 Menschen rein in ein Sportauto. Und damit haben sie den absoluten USB für mich geschaffen und der Grund, warum ich dieses Auto fahre. Aber wenn ihr eine längere Reise plant, dann ist das fast ein bisschen wie Segeln, weil ich plane meinen Trip. Ich schaue mir nämlich auf dem Tesla-Navigationssystem an, wo ich überall Pause machen muss, wie lange meine Kinder im Auto durchhalten müssen, um dann eine halbe Stunde Zeit zu haben, um aufzutanken und dann weiterzufahren. Dann natürlich das Unternehmen, und wie Sie sehen, bei jedem Unternehmen gibt es Köpfe, die wir abgespeichert haben zu diesen Unternehmen. Das machen jetzt andere Länder etwas anders, aber auch bei Amazon beispielsweise hat man so ein bisschen einen Kopf, nämlich einen personifizierten Menschen im Hinterkopf, wenn man an dieses Unternehmen denkt. Schauen wir uns kurz mal an, wie das Ganze für Russland und China ausschaut, weil das sind nämlich diejenigen, die recht schnell verstanden haben, das Ganze zu kopieren. Und Russland und China haben sehr viel nachgebaut, ist überhaupt keine Frage. Es gibt aber eine Technologie, wo sie jetzt tatsächlich das erste Mal die realistische Chance haben, die Nase kräftig vorn zu haben, und das ist genau diese Elektromobilität, weil jeder von uns oder Ihnen denkt an Tesla als die eigentlichen Innovationstreiber im Bereich von Elektromobilität. Nur China hat innerhalb von einem halben Jahr 800.000 Ladesäulen aufgestellt in diesem Land und hat etwas gemacht, was jetzt auch dafür gesorgt hat, dass sich China beteiligt hat an Tesla, bei dieser Gigafactory, die gesamten seltenen Erden, Lithium, gehört, ist extrem stark in chinesischer Hand. Es gibt kaum mehr Lithiumförderungsminen, die nicht den Chinesen gehören. Und diese Elektromobilität, und da muss Deutschland jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, sie bauen zwar die schnellsten, schönsten, besten Autos, aber sie bauen sie halt im Moment in einem sehr hohen Segment. Und dieses Massensegment und dieser eigentliche Treiber für Elektromobilität, das wird nicht Deutschland sein, das ist ganz sicher China. Wer von Ihnen kennt dieses Unternehmen? Yandex. Ja, schon mal benutzt? Das ist in Wahrheit der absolute, der totale Klon von Google in Russland. Und die haben wirklich alles nachgebaut. Die haben das perfekte Kartensystem, sie haben die perfekte Suchmaschine, es schaut alles sehr ähnlich aus. Und dahinter läuft auch eine Technologie, die absolut mithalten kann mit dem, was Google da macht. Und das heißt, auch da ist Russland keineswegs zu unterschätzen. Und was jetzt ganz stark kommt, ist Alibaba. Wir sind vor kurzem interessanterweise auch an die Wall Street gegangen. Das heißt, in Wahrheit haben sie sich ins größte Konkurrenzland gesetzt und werden auch da jetzt sehr, sehr stark diesen ganzen digitalen Handel vorantreiben. Und das mit ungeheuer viel Kapital im Hintergrund. Und da schaut natürlich ein österreichisches Unternehmen oft mit Begeisterung oder auch mit Wehmutsaugen hin, was denn diese Venture Capitalists in der Lage sind, auch wirklich anzutreiben an Technologien. Weil in Österreich ist es nicht ganz so einfach, an Kapital zu kommen, wie zum Beispiel in China aktuell oder in den USA. Und wer weiß, vielleicht werden demnächst unsere Fördersysteme auch ein bisschen mehr an Investmentfondssysteme angepasst werden, um auch der Gesellschaft von diesen Förderungen wieder was aktiv und recht messbar zurückzugeben, was ja nicht immer ganz gewünscht ist. Ein Problem, was wir jetzt in unserem Unternehmen erkannt haben, ist aber eindeutig, und das wurde ja heute auch schon ein bisschen
vom Herrn Vizekanzler Brandstätter angesprochen, diese Angst im Umgang mit Digitalisierung. Und ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Heute in der Früh, der Mikromann ist in Wien herumgelaufen und hat gefragt, ob man denn jetzt Hashtags legalisieren sollte. Und die Antwort der meisten Leute war, in Gottes Willen bloß nicht Drogen legalisieren. Das heißt, Hash und Hash wurde da in den Köpfen der Leute assoziiert. Und da merkt man mal, wo die meisten Menschen zum Thema Digitalisierung denn noch stehen. Und die jetzt mitzunehmen, ist eine Riesenherausforderung. Und ihnen auch die Angst zu nehmen, weil etwas, was man nicht kennt und was man nicht weiß, das benutzt man halt zwar am Smartphone. Interessanterweise ist die Jugend uns allen eh überlegen, weil die ist nämlich wirklich mit digitalen Aufwachsen und Digital Native, sagt man nicht umsonst, ja gesegnet sind im Vergleich zu uns. Und trotzdem ein paar Handwerkzeuge noch mitkriegen sollen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 4 von diesen Rackhardis, die begeistert mir mittlerweile zeigen, was denn alles am Smartphone geht. Ich bin immer wieder paff, was da so an Feedback kommt. Oder auch Dinge, auf die ich nie in 100 Jahren nicht kommen wäre. Und trotzdem muss man ihnen noch ein bisschen ein Handwerkzeug mitgeben, damit da nicht plötzlich falsche Fotos auf Facebook landen. Zum Beispiel. Und diese Chancen, da wurde heute eh schon viel drüber gesprochen, möchte jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Die sind aber durchaus wichtig, einfach um Österreich auch ein bisschen am Laufen zu halten, was so diese Visionen anbelangt. Bin gespannt, wo wir es schaffen werden, das Ganze hinzuentwickeln. Diese digitale Roadmap, die da initiiert worden ist, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg. Ist auch eines dieser größeren Projekte, wo unsere Software im Einsatz ist, um immer wieder Veranstaltungen dazu zu koordinieren. Das Problem, was ich jetzt sehr, sehr stark sehe, ist, dass zentrale Systeme, und im Moment reden wir über Cloud, ja, jedes Cloud-System ist in Wahrheit ein zentral angreifbares System, weil du kannst, abhängig davon, wie viel Power der Angreifer hat, heutzutage jedes Cloud-System in die Knie zwingen. Du kannst auch Amazon dazu bringen, dass sie irgendwann einmal keine Anfragen mehr beantworten können. Die haben sehr früh darauf reagiert, weil mittlerweile ist Amazon das weltweit größte Rechenzentrum und die haben sich auch was gedacht dabei, das zu tun. Also eigentlich unglaublich, was für Horizont da oft dahinter steckt. Und das Problem, dass zentrale Systeme immer angreifbar bleiben werden, das müssen wir irgendwie wegkriegen. Klassisches Beispiel war halt British Airways jetzt am Wochenende. Denen ist einfach ein System ausgefallen. Stromausfall. Probleme hat es jetzt geheißen. Mal schauen, was dann am Ende des Tages wirklich dahinter steckt. Oder auch dieser Cyberangriff in 150 Ländern und ich habe das live fotografiert. In Düsseldorf stehend bei der Deutschen Bahn, da ging tatsächlich nichts mehr und die allgemeinen Auskunftssysteme waren halt überlagert mit einer, ihre Daten wurden verschlüsselt, Nachricht und im Hintergrund lief dann tatsächlich nichts mehr. Und das sind so Systeme, wo wir uns überlegen müssen, wie wir sie von einer Zentralisierung hinbringen zu dem, was das Internet ja eigentlich ist. Ganz, ganz viele verteilt arbeitende Systeme. Und es gibt seit einiger Zeit darauf tatsächlich eine Antwort. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Bitcoin kennt. Ich nehme an, nahezu jeder. Schon mal was gehört davon, der sich irgendwie mit Digitalisierung beschäftigt. Und das Thema Bitcoin setzt auf eine ganz spannende Technologie. Und zwar eine, die auch Internet der Daten genannt wird. Bitcoin verteilt nämlich in Wahrheit alle Informationen auf ganz, ganz vielen verteilt agierenden Rechnern. Also in Wahrheit jeder Server auf dieser Welt kann Teil dieses Bitcoin-Netzwerks werden und Daten speichern für Bitcoin und Blöcke abspeichern. Sieht dann zum Beispiel so aus. Und diese Blockchain-Technologie ist eine, in der ich sehr stark die Zukunft der Digitalisierung sehe, weil sie uns einfach ein bisschen freispielt von diesen Absichern von zentralen Systemen, weil die werden immer angreifbar bleiben. Und was macht der Blockchain? Genau auf jeden dieser Computer, die man da oben sehen kann, eine Blockchain jetzt quasi alle Informationen synchronisiert ablegen und auch wirklich verteilt ablegen. Das heißt, ich habe in Wahrheit als Angreifer keinen richtigen Angriffspunkt mehr. Bitcoin macht das schon so und die Bilder sind ja alle ein bisschen kompliziert, also mir gefällt ja das besser, weil in Wahrheit unterhalten sich dann wirklich ganz viele Computer untereinander. Also dieses ineinander vernetzen und dieses in Wahrheit jetzt Sicherheit anders zu denken, nämlich es transparent in die Breite zu fahren, so wie Internet, und ich meine, Internet ist in Wahrheit die wohl wahrscheinlich bekannteste staatlich geförderte Technologie,
die wir haben, die ist nämlich militärisch und somit sicherlich vom Staat gefördert worden. Und das ähnlich zu denken, ist in Wahrheit so das Ziel, um einfach ein gewisses Maß an Sicherheit für smarte Energieversorger zum Beispiel hinzukriegen, was ja für echt das Problem hält. Weil wenn wir jetzt alle dann Smart Meter haben, die unsere Energieaufzeichnungen lesen, wenn das Ding wer hackt, ja, dann sind wir komplett offline, weil dann sind wir nämlich ohne Strom. Fakt ist, dass in einer Blockchain die Transparenz dafür sorgt, dass ich in Wahrheit es schön in der Breite verteile. Das heißt ja trotzdem nicht, dass ich in einer Blockchain jetzt sensible Daten speichern muss. Ich kann ja da drinnen nur Schlüsselwerte speichern. Das macht man üblicherweise auch. Und somit behalte ich ja die komplette Datenhoheit. Versicherer beispielsweise sind ein sehr spannender Anwendungsfall und wie Sie gesehen haben, arbeiten wir mit etlichen Versicherern in Deutschland schon zusammen, die in die Richtung ganz, ganz stark denken zurzeit und üblicherweise, was in Deutschland so passiert, kommt ja mit ein paar Jahren Verzögerung in der Vergangenheit auch immer gerne nach Österreich. Und Airlines kann man es nur empfehlen, dass sie ihre Tickets jetzt nicht zentral ablegen, sondern in einer Blockchain, weil nachher kann ein Ausfall des zentralen Systems jetzt nicht zu einem Komplettstillstand führen und dergleichen mehr. So, ich möchte Ihnen noch kurz erzählen, ich habe es eingangs eh getan, wo wir so unterwegs sind, mal ein bisschen Eigenwerbung für die Leland auch noch zu machen. Also Staatsempfänge, das ist so unsere Passion oder hochwertige Veranstaltungen. Wir kommen üblicherweise, also der erste Kunde, der von uns im Jahr 1999 etwas gekriegt hat, was er damals noch nicht dachte, weil ursprünglich wollte der Kunde eine Webseite haben für ein großes Filmunternehmen. Die sind an vier verschiedenen Standorten gesessen und wir haben den Kunden damals so beratungstechnisch bei der Hand genommen und haben ihm gesagt, wäre es nicht spannend, deine Internetseite mit einem System zu bespielen, das du in allen deinen Standorten verwenden kannst. Und zwar mit dem gesamten Prozess eines Filmunternehmens, von der Idee über Treatment, Exposé, Drehbuch, Kamerabuch, alles in diesem System zu sammeln und auf Knopfdruck zu sagen, das ist jetzt für die Öffentlichkeit verfügbar. Und der Kunde hat uns damals angeschaut und gesagt, was sowas geht? Ja, sowas geht. Sowas haben wir ihn dann auch gebaut. Binnen eines Jahres waren wir dann online. Und das nennt man heutzutage, und damals wusste den Begriff noch keiner, heutzutage nennt sich das Asset Management System. Also alle Assets eines Unternehmens, die auch wirklich wichtig sind für mein Unternehmen, die so mein Business ausmachen, landen in diesem System. Und auf Knopfdruck wird es dann in die unterschiedlichen Bereiche verteilt. Der Presse-Account kann mehr machen als die Öffentlichkeit. Und dieser Kunde kam 2005, glaube ich, war es, zu uns und hat uns gefragt, naja, die ganzen Daten von unseren Schauspielern liegen jetzt schon in euren Datenbanken und wir haben Veranstaltungen mit 2500 Schauspielern am schönen Wörthersee oder auch sonst irgendwo auf dieser Welt und helft uns doch bitte, dieses Chaos unserer Veranstaltungen zu managen. Aber wir glauben gar nicht, dass das geht, weil Eventsoftware ist in Wahrheit etwas, das Chaos eines Events ist ja wirklich, jeder von Ihnen, der sich schon mal organisiert hat, Herr Jerich weiß, wovon man spricht, der weiß, dass dieses Chaos ja auch immer wieder kommt. Und unsere Herausforderung war, dieses Chaos so weit zu managen, dass wir ein Mindestmaß an Standard eingebaut haben. Unter dieses Chaos kann man, also unter diesen Standard kann man jetzt nicht mehr runterfallen. Und wir schauen jetzt auch immer mehr, mittlerweile ist jeder der Eventorganisatoren bei unseren Veranstaltungen mit kleinen Tablets unterwegs, weiß, wann ein Minister jetzt gerade mit seinem Jet landet. Das heißt, er ist da, somit wird sein Stuhl hingestellt zum Ministertisch oder er ist nicht angekommen und der Flug wurde abgesagt, somit wird der Stuhl weggenommen. Und das sind für uns so hochdigitalisierte Prozesse, mit denen wir arbeiten. Und das geht jetzt hin von den Iran-Gesprächen und Atomgesprächen bis eben zu Sommernachtskonzerten und dergleichen mehr. Und das Spannende daran ist, wir haben das mittlerweile geschafft, dass unsere Einladungen in 181 Ländern der Welt verwendet wurden. Wer von Ihnen weiß, wie viele Länder gibt es auf der Welt laut UNO? Bitte? Fast 200, also 194 sind es im Moment. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, von diesem kleinen Österreich heraus Einladungen in die ganze Welt zu verteilen und überall auch Klicks zu Absagen zu kriegen, egal wo die Menschen sitzen auf dieser Welt, um zu Veranstaltungen in Österreich oder auch woanders zu kommen. So viel zu meinem Unternehmen, zu unseren
Visionen einer vielleicht etwas sichereren Digitalisierung. Und wenn Sie interessiert, wie das bei uns jetzt konkret ausschaut im Eventumfeld, wir haben draußen einen Stand. Jeder ist herzlich willkommen. Ich bin noch circa 2-3 Stunden da, dann muss ich wieder in den Flieger und werde dann schauen, was sich in Deutschland so bewegen lässt. Vielen Dank.